Für diese vegane Creamy Cheese Soße braucht ihr 200 ml pflanzliche Milch. Danach 50 Gramm Cashewnüsse, am besten weicht ihr die vorher im Wasser ein. Für den käsigen Geschmack braucht ihr Edelhefe oder auch Hefeflocken genannt und davon 3 Esslöffel. Danach kommt Tapioca-Stärke, davon braucht ihr nur 1 Teelöffel. Und etwas Zitronensaft, so circa 2 Teelöffel. Ein bisschen Pfeffer und 1 Teelöffel Salz. Und los geht's mit dem Mixen. Sobald alles gut durchgemixt ist, habt ihr eine schöne, flüssige, cremige Soße. Die könnt ihr dann in eine Pfanne geben und das Ganze aufwärmen. Das dauert so circa 3-4 Minuten. Je länger ihr rührt, desto dicker wird die Soße. Diese Soße wird so schön cremig und dick, weil die Tapioca-Stärke erhitzt wird. Und dazu habe ich einfach Ofengemüse gemacht und dann drizzle ich die Soße über das Gemüse und habe sie auch noch separat in ein Schälchen getan. Dann etwas Petersilie obendrauf und genießen. Eine gute!